Moin, hallo und auch herzlich willkommen zurück. Was heißt zurück? Willkommen zu der ersten Folge von Aura PvP. Das ist ein Spielmodus auf dem Gomme-Server, der jetzt, naja, für euch ja seit einer Woche da ist. Und bei dem es darum geht, also das kommt daher, es gab ein Projekt von größeren YouTubern, Minecraft, und das wurde jetzt gerade erst beendet. Und ja, die haben da eben eine Skyblock-Welt gebaut und auf dieser Skyblock-Welt haben die dann eben auch jede Woche gekämpft. Das ist nämlich diese hier, diese wunderschöne Welt. Und so. Und jetzt haben die mit dem Projekt aufgehört und jetzt wird das Ganze hier für den Server freigeschaltet, die Map. Jetzt können alle Spieler hier drauf kämpfen. Und ja, man hat eben einen Stock mit Knockback 4, 32 Enderperlen, 16 Schneebälle, 20 Kürbiskuchen, einen goldenen Apfel, ein Creeper-Ei, eine Heilflasche, eine Geschwindigkeitsflasche und eine Angel. Und mit dem ganzen Kram kann man sich dann hier bekämpfen und versuchen, sich entweder ja, kaputt zu schlagen oder sich hier von dieser Skyblock-Welt runterzuwerfen. Und das werden wir jetzt eben auch versuchen. Dazu habe ich auch noch ein kleines Thema vorbereitet, beziehungsweise eine kleine Spezifisierung des letzten Themas bei SimCity. Des letzten, nee, gar nicht des letzten, aber von letztes einmal auf jeden Fall. Wo wir schon mal, also wo ich schon mal die Projekte angedeutet habe, die bald kommen werden. Jetzt soll ich mal genauer darauf eingehen, was denn jetzt noch zum Jahresende und beim Jahresanfang kommt, alle in Manuelsturm und dann hüpft was? Und darüber werden wir auch reden. Und das ist übrigens der zweite Aufnahmeversuch, denn beim ersten Aufnahmeversuch habe ich bemerkt, das muss ich jetzt, ich habe es erstmal zeitweise auf V gesetzt, mein Sneaken hier, habe ich dann auch bemerkt, dass hier meine Aufnahmetaste, das ist eigentlich eine Makro-Taste, aber die ist momentan irgendwie mit Links-Shift belegt und Links-Shift ist eigentlich auch die Sneak-Taste. Heißt also immer, wenn ich gesneakt habe, hat die Aufnahme sich beendet, beziehungsweise ist wieder gestartet. Ja, es ist natürlich schön, sowas immer wieder zu erfahren, wie toll die Welt doch ist. War ein bisschen ärgerlich, aber nun gut, ich will jetzt gar nicht weiter abschweifen. Wir sollen gleich mit dem Thema beginnen. Also anfangs verkämpfe ich mich übrigens noch ein bisschen. Also ein bisschen taktische Kriegsführung, wie ich es lieber nennen würde. Und ja, dann so, beim letzten Mal habe ich es gemacht, also gerade eben in der Aufnahme bei den letzten vier, jetzt sind wir gerade 9 noch, bei den letzten vier, dass ich mich da dann so langsam in den Kampf begebe, so richtig. Davor gehe ich natürlich auch nochmal rein, aber ne. Und da unten ist übrigens auch eine Arena, das ist eine unterirdische, zeige ich mir auch nochmal. Da kann auch runterfallen oder in Lava fallen. Die ist auch eigentlich für 4 Leute gedacht. Heißt also, das bietet sich dann noch weiter an. Ja, in der letzten Aufnahme habe ich übrigens verloren. Wurde ich Zweiter, weil ich dann mit einer Enderperle in der Wand festgebackt war. Und darin bin ich dann gestorben. Auch wieder eine tolle Leistung und ja, wunderhübsch. Was machst du hier drin? Komm raus, raus. So, die FPS. Also, dass manchmal eben etwas ja nicht so wunderschön flüssig läuft, das liegt jetzt nicht am Shader. Denn ohne Shader habe ich mindestens genauso wenige FPS. Wenn nicht, halt sogar noch weniger. Ich hätte eben gerade am liebsten noch einen Creeper hinterhergeworfen, aber nun gut. Ja, der weiß schon mal, dass wir hier sind. Ich denke mal, wir ziehen jetzt mal ein bisschen um. Wohin geht's denn mal? Am besten mal dann nach oben hin. So. Hier scheint es recht ruhig zu sein. Hier kann man... Ach, mein Gott. Ich habe schon wieder auf die alte... Okay, macht jetzt keinen Unterschied. Gut, ich habe schon wieder auf die alte Sneak-Taste gedrückt. Ich habe schon Angst gehabt, dass jetzt wieder die Aufnahme gestoppt ist, aber es geht jetzt, ja. Ich habe jetzt das Ganze auf V gesetzt, deswegen werde ich wahrscheinlich diese Runde auch gar nicht so viel sneaken, weil es unangenehm ist auf V, aber es war jetzt das Angenehmste, was ich jetzt auf die Schnelle finden konnte. Außerhalb von, wegen Shift und
was noch nicht belegt war. Nun gut, gehen wir mal lieber zum Thema über. Und zwar, ja, die neuen Projekte, die kommen sollen, ist da unter anderem. Lass Puffy in Ruhe, was machen die da unten? Ich rede mal ein bisschen weiter. Ist unter anderem Cube World, denn SimCity wird erstmal, also mit 50 Folgen wird es enden. Aber die 50. Folge wird etwas verzögert kommen, heißt also wahrscheinlich erst zum Mitte Dezember. Aber dann so Anfang Dezember wird dann eben auch Cube World starten. Noch ein paar Folgen, die starten aber dann weitergehen, ein paar Folgen. Weil ich gerade wieder Lust drauf habe. Und da werde ich auch weiteres erklären, wie es überhaupt mit Cube World weitergehen wird. Das war mein erstes Singleplayer-Projekt. Dann kam ja immer wieder irgendwie zwischendurch mal ein paar Folgen hintereinander und dann ist wieder aufgehört. Ich werde mal erklären, wie es denn weitergehen wird, aber dazu dann eben da mehr. Außerdem wird es dann auch noch weitergehen. Also Skyrim wird dann ja enden, die erste Zeitspanne. Dann wird es mit der zweiten Zeitspanne gleich im neuen Jahr weitergehen. Und damit dann auch mit der 100. Folge, für die ich auch schon was geplant habe, aber nichts Großartiges. Mehr so eine kleine Einleitung, die da am Anfang kommen soll. Die ein bisschen die Handlungen, die Folgen werden, erklären soll, schreiben soll, wie auch immer. Da ist wieder jemand ganz witzig. Hallo. Ganz toll. Ja, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich gehe mal lieber weg. Und ja, so viel dazu. Und dann wird es auch noch ein Sims 3-Projekt geben, wie ich schon auf Twitter angekündigt habe. Wie genau ich das gestalten werde, verrate ich auch noch nicht. Es wird auf jeden Fall kein normales Sims 3 Let's Play werden, sondern unter ganz besonderen Bedingungen, die das Ganze natürlich auch deutlich spannender machen werden und interessanter. Ja, und dazu wird die erste Folge dann auch schon im Dezember kommen. Aber es wird noch die erste richtige Folge sein. Die startet dann im neuen Jahr. Ja, so viel dazu. Und dann noch, ja, es gibt noch einen neuen Kanal, den ich jetzt ja eigentlich schon habe. Aber ich wollte die ganze Geschichte nochmal etwas vorbereiten, dass wir damit dann im neuen Jahr schon gleich richtig so die ersten paar Videos dafür haben und auch vielleicht schon ein Kanaldesign oder sowas, dass das alles schon richtig starten kann. Hüpf einfach genau dann weg. Ah, toll. Ich guck mal eben hoch, ist hier irgendwer? Natürlich nicht, wie man es kennt. Supi. Ja, und deswegen weil ich diesen Kanal im ersten nächsten Jahr starten, damit ihr gleich einen richtigen Kanal da habt. Und wir damit auch gleich voll durchstarten können. Hier fehlt was. Wer weiß was, kannst ja mal in die Kommentare schreiben. Da fehlt auf jeden Fall was. Da fehlt was. Naja. Oh Gott, da kämpfen sie ja schon alle. Es sind noch 6 Leute da. 6 Leute sind noch da und da unten sind sie jetzt auch schon alle. Warum, Rabe? Was? Ich geh mal eben hier weg, wenn die jetzt alle deinen Turm hochkommen. Habe ich da nicht so wirklich die Ruhe, aber ich bin jetzt eigentlich soweit mit dem Thema fertig. Also, ne, soweit. Cube World wird noch kommen und Sims 3 Projekt und Skyrim die zweite Zeitspanne. Und auch noch ein neuer Kanal, der jetzt schon etwas länger angekündigt wurde und Minecraft Together, das Special zur ersten Staffel, das, hey, Leute, das habe ich ja gesagt, ich wollte eigentlich damit dann mit dem Intro starten. Beim Intro gibt es auch momentan noch ein paar kleine Problemchen. Kommunikationsprobleme, also es wird jetzt wahrscheinlich auch noch ein kleines Momentchen dauern. Das soll jetzt aber schon bald passieren. Minecraft Together, da bin ich jetzt auch noch nicht so weit, weil ich eigentlich bisher immer noch ein bisschen unzufrieden war mit dieser mit den FPS hier in Minecraft, aber da ich bisher noch nichts Besseres gefunden habe, werde ich jetzt wahrscheinlich das Ganze etwas nachbearbeiten und dann. Und dann gab es auch noch Probleme mit dem Mod, die ich dafür benutzen wollte. Und dann werde ich trotzdem mal irgendwie versuchen, das Ganze mal ein bisschen zu starten, damit es dann auch mal richtig weitergeht. Und ihr dann auch bald das Intro und auch das Special bekommt, so wie ihr es verdient habt.
so viel Niveau wie ihr habt, habe ich meinen Tod. Habe ich doch noch... Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Herr im Himmel. Oder wo auch sonst du dich immer so rumtreibst, du alter Banause. Alter. Genial. Genial. So ist das richtig toll. Ja, ja, ich bin schon der Allerschlauste. Ich bin schon der Allerschlauste. Ich hätte euch gerne noch etwas mehr gezeigt, wie es denn so aussieht, wenn man wirklich in der Arena kämpft und das finale Battle, das hättet ihr in der letzten Folge sehen können, aber ich denke mal, ich werde hiervon noch ein paar mehr Videos machen. Das eine oder andere wird wahrscheinlich noch kommen. Mal gucken, also ja, wird auf jeden Fall noch was kommen, aber mal schauen, wie oft jetzt so, regelmäßig ja sowieso nicht. Es kommt ja immer nur manchmal samstags, wenn SimCity gerade mal nicht kommt. Oder als Abwechslung von SimCity. Und ja, ich habe eigentlich jetzt Thema soweit durchgehabt. Und ja, ich kann nochmal eben die Welt hier zeigen, komplett. Ich gehe mal hoch, 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 hoch. Da hinten ist auch noch so ein, da ist auch so ein kleines Häuschen. Oh Gott, diese Türme. Ja, ich gehe jetzt mal nicht ganz hoch bis zu den Türmen. Man sieht ja schon, ach, da ist schon das oberste Ende, aber man sieht schon, wie hoch die gehen. Und ja. Dann würde ich mal sagen, das war's soweit. Kommentare und Bewertungen sind natürlich immer schön. Und natürlich auch an das Kommentar denken, was da fehlte, wenn ihr das Ganze hier kennt. Dieses Projekt, woher diese Map hier stammt und dieser Spielmodus. Dann werdet ihr es eventuell auch wissen. Vielleicht sogar wahrscheinlich. Vielleicht sogar wahrscheinlich. Das ist auch toller Satzbau hier. Ja, ja, der Herr Nevok, der ist schon richtig, richtig gut dabei, was sowas angeht. Naja, auf jeden Fall war es jetzt soweit mit der ersten Folge von Aura PvP. Wir sehen uns dann bald wieder bei SimCity, bei Skyrim oder bei irgendwas anderem. Und dann wollte ich mal sagen, bis dahin und ciao. Ja. Ich und mein Abschied, das ist wirklich immer toll. Tschüss. Yay. Da unten kämpfen sie immer noch. Sterbt ihr? Irgendwann mal. Zu dritt kommt. Sind noch ein paar mehr da? Nein, nö. Sind noch die drei? Nee, vier. Ah, da ist einer runtergefallen. Perfekt. Dann bist du gleich sterben. Und tot. Noch drei Leute da. Das gucken wir uns jetzt nicht mehr an. Vielleicht sind wir ja beim nächsten Mal unter diesen drei Leuten dabei. Naja, wie dem auch sei. Tschüss.